Hey Leute, heute geht es rund um die Hardware für den Videoschnitt und VFX. Ich will ehrlich zu euch sein, wenn man in 2019 ernsthaft mit dem Filmmaking und Videoschnitt anfangen will, braucht man einen leistungsstarken Rechner, der eure Bedürfnisse nicht einschränkt. Ich will euch heute die ultimative Hilfestellung dafür geben. Dabei gehe ich auf die einzelnen Komponenten ein, zeige, welche besonders wichtig für den Videoschnitt sind und stelle einen eigenen Premiere Pro Schnittrechner zusammen für 2019. Außerdem zeige ich euch noch Alternativen für HitFilm, DaVinci Resolve und After Effects. Also fangen wir am besten direkt an. Welche Komponenten gibt es und für was sind sie eigentlich gut? Da dieses Thema locker 5 Videos füllen könnte, probiere ich mich besonders kurz zu fassen und wirklich nur im Groben zu erläutern, was die einzelnen Komponenten alles machen. Einfach damit ihr eine bessere Vorstellung habt, wie die ganzen Teile zusammenarbeiten und damit auch besser abwägen könnt, was ihr denn wirklich benötigt. Fangen wir also am besten an mit dem Motherboard oder zu Deutsch Hauptplatine. Das Motherboard ist die Platine, auf die ihr eure einzelnen Komponenten steckt. Sie sorgt für einen koordinierten Einsatz eurer Komponenten und ermöglicht die Kommunikation zwischen ihnen. Folgende Dinge befinden sich auf ihr: USB, HDMI und andere Anschlüsse, der Prozessorsockel, das wird später noch sehr, sehr wichtig, sowie Steckplätze für den Arbeitsspeicher und Grafikkarten. Außerdem gibt es noch diverse Pins für die Stromzufuhr des Boards und ganz viele andere Sachen. Ihr merkt also schon, dass sich die Wahl eures Motherboards entscheidend auf die Wahl eurer Komponenten auswirken kann, weswegen ich auch zuerst mir die Komponenten raussuchen werde und danach ein Motherboard suche. Der Prozessor, oder auch CPU genannt, Central Processing Unit, ist die Komponente, die die allgemeine Geschwindigkeit eures PCs festlegt. Er ist sozusagen die Recheneinheit, durch die jegliche Befehle verarbeitet werden. Dabei nutzt er ein imperatives Verfahren, das heißt, dass er einen Befehl nach dem nächsten abarbeitet, um einen Prozess auszuführen. Die Zeit zwischen den einzelnen Befehlen wird im CPU-Takt festgelegt. Zur Veranschaulichung, 1 GHz heißt dabei 1 Million Prozesse in der Sekunde. Die zweite wichtige Größe für die CPU ist die Anzahl der Kerne. Die Anzahl der Kerne gibt an, wie viele Recheneinheiten eine einzelne CPU besitzt. Im Prinzip besteht also eine 4-Kern-CPU aus 4 Rechenzentren, die im besten Fall an einem Problem gemeinsam arbeiten können und somit die Zeit dafür vierteln. Aber dazu später noch mehr. Der Arbeitsspeicher oder auch RAM, Random Access Memory, ist ein Speichertyp, der die CPU unterstützen soll. Diese braucht nämlich hin und wieder relativ großen Speicher, um gewisse Aktionen auszuführen. Dabei ist der Arbeitsspeicher ein sehr, sehr schneller, aber relativ kleiner Speicher im Vergleich zu Festplatten und so weiter. Kurz gesagt, Daten, die auf den Arbeitsspeicher geladen wurden, können extrem schnell abgerufen werden und ermöglichen es der CPU, auch riesige Datenmengen effizient zu managen. Und riesige Datenmengen und Videoschnitt, da klingelt doch irgendwas. Grafikkarten oder auch GPUs, also Graphics Processing Units, sind dafür da, um effizient grafische Inhalte auf eurem Monitor zu zaubern. Dabei nutzen sie extra designte Prozessoreinheiten und einen dedizierten Speicher nur für grafische Inhalte. Dieser Speicher, der auch als VRAM oder Videospeicher bezeichnet wird, macht etwas Ähnliches wie der Arbeitsspeicher für die CPU macht. Er speichert nämlich noch auszuführende grafische Effekte bzw. schon einmal ausgeführte 3D-Modelle oder gerenderte Texturen. Dadurch wird auch wie beim Arbeitsspeicher für die CPU ein extrem schnelles Managen ermöglicht. Festplatten. Grundsätzlich unterscheidet man in zwei große Gruppen der Festplatten. Einerseits die HDDs und andererseits die SSDs. HDDs sind magnetische Speichermedien, die extrem viel Speicherplatz für wenig Geld bieten, allerdings in puncto Geschwindigkeit sehr den SSDs hinterherliegen. SSDs sind hingegen Flash-Speichermedien, also sowas wie eine SD-Karte oder sowas, die extrem schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeiten ermöglichen. Das ist ja alles schön und gut, aber welche Komponenten sind denn eigentlich besonders wichtig für den Videoschnitt? Diese Frage ist etwas komplexer zu beantworten. Aber wenn man nur einen groben Überblick geben will, ist das hier die Liste von wichtig zu nicht so wichtig. Zuerst die CPU. Je mehr Kerne, desto besser. Danach RAM. Mindestens 60 GB und DDR4 Speicher. Danach folgt die GPU. Ein Mittelklasse-Modell mit mindestens 2 GB VRAM reicht dabei völlig aus. Danach kommen Festplatten, eine schnelle HDD und eine SSD in Kombination. Und schließlich das Motherboard. Ein kompatibles Motherboard, was keine Features einschränkt, reicht dabei aber völlig aus. Das ist also die Liste. Und die ist ja auch schön und gut und so. Aber jedes Programm funktioniert mit anderen Voraussetzungen. Und genau deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt am Beispiel von Premiere Pro genauer an. Kleiner Disclaimer, alle Statistiken und Daten wurden von Patches Systems erstellt. Ich benutze nur die veröffentlichten Statistiken von denen. Einfach in die Beschreibung gucken, wenn ihr die genauen Datenblätter haben wollt. Getestet wurden alle Systeme in den folgenden Situationen: Lumetri Color, anspruchsvolle Video-Transitions, anspruchsvolle Effekte, 4-Track-Build-and-Build-Timeline-Leistung, 4-Track-Multikamera-Timeline und 4 Tracks, die sehr klein gestellt wurden.
Dabei wurde die Timeline-Replay-Leistung ermittelt und auch die Exportleistung jeweils mit dem Media-Encoder und direkt in Premiere Pro. Exportiert wurde in 10 verschiedenen Codecs und Formaten, inklusive H.264 und diesen ganzen anderen, die ich jetzt aufliste. Für mehr Infos könnt ihr, wie gesagt, in die Beschreibung die aufgeführten Berichte durchlesen. Und ich empfehle euch das auch, weil die sind wirklich super gemacht. Okay, fangen wir also mit der Analyse der Scores an. Wir haben also die analysierten Testberichte mit genormten Ratings von Premiere Pro 2018 und Premiere Pro 2019 vorliegen und vergleichen diese mit dem Durchschnitt der aktuellen Preise der CPUs auf Amazon und Mindfactory. Daraus leite ich einen Quotienten ab, der mir genau anzeigt, wie viel Leistung ich für mein Geld bekomme. Und dieser Graph kommt dabei heraus. Der Ryzen 2700X ist der eindeutige Preis-Leistungssieger, gefolgt vom i5 9600K und i7 9800X. Außerdem schneidet der i9 9900K und der i7 9700K gut ab. Schauen wir jetzt aber auf den Leistungsvergleich. Der i9 9980XE und der i9 9960X teilen sich den ersten Platz. In beiden Vergleichen schnitt aber der i9 9900K am besten ab und sichert sich somit einen Platz in unserem Bild. Hier sind auch nochmal die Alternativen aufgelistet mit dem jeweiligen Preis. Kommen wir nun zu den GPUs. Auch hier habe ich die Preise von Amazon und Mindfactory mit der Leistung gegenübergestellt und folgendes Ergebnis erhalten. Die GTX 1060 mit 6 GB schneidet besonders gut ab, gefolgt von der AMD Radeon RX 580 mit 8 GB. Wirklich herausstechend sind nur diese beiden Modelle. Jetzt der Leistungsvergleich. Hier liegen alle Karten sehr dicht beieinander. Die Grafikkarte macht also nur wenig Unterschied. Also kommt eigentlich nur die GTX 1060 mit 6 GB für unseren Preis-Leistungsbild in Frage. Sie verbindet einfach sehr gute Leistung mit einem geringen Preis. Und deswegen habe ich sie auch selber in meinem Rechner drin. Auch hier nochmal die Alternativen mit dazugehörigem Preis. Da wir uns jetzt die CPU und die GPU ausgesucht haben, wird es jetzt Zeit für das Mainboard. Dafür habe ich mich für das MSI Z390A Pro entschieden, da es die preiswerteste Variante ist, die bis zu 128 GB RAM unterstützt. Für den Arbeitsspeicher nehme ich zweimal das 16 GB Patriot Viper 4 Dual Kit, da es recht schneller DDR4 Speicher ist. Bei den Festplatten habe ich mich für die 1 TB Seagate Exos entschieden, in Kombination mit der 1 TB SSD von Samsung, der 860 Evo. Beim Gehäusekauf müsst ihr jetzt nur noch darauf achten, dass ein ATX Motherboard passt. Und schon habt ihr die beste Preis-Leistungs-Workstation für Premiere Pro 2019. Falls ihr nun aber mehr mit After Effects arbeiten wollt, sieht das Ganze schon etwas anders aus. Hier schneidet der i5-9600K mit dem Ryzen 2700X am besten in puncto Preis-Leistung ab. Der 9900K siegt allerdings hier auch in der Leistung, also eine sehr gute Variante für beide Adobe-Programme. Im Grafikkartenvergleich wurden hier auch die neuen RTX-Modelle gegenübergestellt. Wobei die RTX 2060 und die Radeon RX Vega 64 besonders auffallen. Auch hier nehmen sich die Grafikkarten in puncto Leistung kaum etwas, weshalb man auch ordentlich Geld sparen kann. Für den RAM empfehle ich 64 GB, also 4 16 GB Module zu kaufen. Der Rest des Bilds kann übernommen werden. HitFilm war früher vor allem bekannt für seine schlechte Performance. Aber woran lag das eigentlich? Man muss wissen, dass bei HitFilm das gesamte Rendering über die GPU abgehandelt wird. Die Grafikkarte spielt hier also eine sehr bedeutende Rolle. Noch viel bedeutender als in den Adobe-Programmen. Compositing, Transformation, Partikeleffekte und Exports werden zum Beispiel nur mit der GPU gerendert. Des Weiteren ist eine CPU mit möglichst vielen Kernen unerlässlich. HitFilm hat dabei nämlich keine Obergrenze und nutzt so viele Kerne, wie euer System bieten kann. Die CPU übernimmt dabei Aufgaben wie zum Beispiel das Audio-Mixing, Audio- und Video-Decoding und Encoding oder auch Physiksimulationen. Auch bei den Festplatten sollte man auf Nummer sicher gehen und nur SSDs oder RAID-Verbünde installieren. Der RAM kann dabei allerdings so ähnlich wie bei Premiere Pro angelegt werden. Also 32 GB sollten dabei auch ausreichen. Damit entsteht also folgendes Alternativbild. Für DaVinci Resolve ist ein ausgeglicheneres Bild wiederum hilfreich, was mit der CPU Frames dekodiert, sie der GPU übergibt, welche Effekte anwendet und sie wieder der CPU zum Encoden übergibt. Wenn dieser Vorgang nun schnell genug abläuft, das heißt weder die CPU noch die GPU zu langsam agieren, kann eine schnelle Echtzeitwiedergabe bzw. schnelle Exportzeiten erreicht werden. Das Bild von Premiere Pro sollte sich also hierfür auch perfekt eignen. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch gut weiterhelfen und falls ihr doch noch irgendwelche Fragen bezüglich Hardware oder Ähnlichem habt, stellt sie mir doch einfach in den Kommentaren. Außerdem, würdet ihr ein ähnliches Video über Software mögen? Also mit Vor- und Nachteilen? Ihr entscheidet. Ansonsten könnt ihr natürlich auch ein Like da lassen, wenn es euch gut gefallen hat
oder gleich ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dabei ist die Glocke auch sehr wichtig. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als bis zum nächsten Video.